Gut, da können wir uns jetzt mal bedienen hier bei den Freunden. Ja, die Rebellen, die haben es nicht allzu sehr drauf, habe ich das Gefühl. Wir haben ja mal so ganz spontan so einen 8er Trupp von denen platt gemacht insgesamt, glaube ich, oder? 8, kann das sein? Und irgendwo muss doch hier eigentlich noch einer rumliegen. Wir haben doch gerade 4 bekämpft, oder? Bilde ich mir das ein? Aber ich habe jetzt bloß 3 wirklich umgebracht. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Und werden mal schauen, was wir auf der anderen Seite dieser Brücke finden werden. Aber erstmal speichern wir. Denn wir haben ja jetzt schon ein paar umgebracht und wenn wir jetzt sterben würden, wäre das irgendwie, ja, sagen wir mal, etwas uncool. Ich glaube, hier ist jetzt das richtige Lager. Gehen wir mal vorsichtig an die Sache ran. Da hinten sind Rebellen. Hier am Rande sind keine. Okay. Ach du Scheiße. Ich ziehe erstmal meine Rüstung aus. Ich denke, das ist ganz legitim, oder? Wenn ich jetzt erstmal so vorbeischaue hier. Bist du Anok? Wir reden gerade. Nee. Komm spät. Wer ist Anok? Welcher von euch ist Anok? Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Bist du Anok? Nein. Wo ist Anok? Ist das dein Ernst? Bonjour, Monsieur. Was ist los? Freeman. Oder soll das Freeman heißen? Was machst du hier? Ich kümmere mich um die geflohenen Sklaven hier. Es werden immer mehr. Bald weiß ich gar nicht mehr, wohin mit ihnen. Na, so ein Ärger aber auch. Was sind das für Flüchtlinge? Aus Silden fliehen in letzter Zeit immer mehr Sklaven in die Wälder hier oben. Sie sind verzweifelt und wissen nicht, wohin. Ich versuche ihnen, soweit es in unserer Macht steht, zu helfen und unterzubringen. Lass uns über das Gold für die entlaufenden Sklaven reden. Wir sind alles arme Schweine hier oben. Ich kann dir nur 100 Goldmünzen pro Mann geben. Verstehe. Tja, dann kann ich dir keinen Mann geben. Das tut mir leid. Gucken wir mal, was er so hat. Ja, arme Schweine, hat aber 6000 Goldstücke. Ist klar, mein Freund, ist klar. Na gut, wir wollen ja aber sowieso keine Sklaven hier oben vorbeibringen. Wir wollen ja den Orks helfen. Als wenn das so einfach wäre. Und deshalb müssen wir jetzt erstmal Anok suchen. Wo ist denn der blöde Anok? Anok, Anok, wo kriegst du denn rum? Anok, Anok, ich halte dich für dumm. Jetzt komm raus und zeig mir, dass du es nicht bist. Ansonsten sage ich das, weil du dich verpisst. Ah, scheiße, alles doof. Ich kann doch nicht gegen den ganzen Haufen hier kämpfen. Oder kann ich? Ich speichere mal. Also das ist jetzt, ja, sagen wir mal, sehr experimentell, das zu tun. Aber wir können es ja mal probieren. Am besten du erledigst das selbst. Hallo? Stört euch das gar nicht, dass ich nur... Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Die interessiert es gar nicht, dass ich eine Orksöldner-Rüstung trage. Ist auch cool. Am besten du hältst dich auch bloß befreit, das glaube ich. Okay. Wir reden gerade. Komm später wieder. Tatsächlich. Na dann. Das ist jetzt sehr mutig von mir, würde ich sagen. Um nicht zu sagen, vollkommen bescheuert. So, gehen wir mal drauf auf die Schweine. Gut, gut, gut. So. Ach, scheiße. Warum mache ich das eigentlich? Kann mir das mal jemand sagen? Ach so, weil ich diese Sklaven auch töten muss, glaube ich. Oh! Schwer getroffen, geht er zu Boden. Man kann sich ja gar nicht auf irgendjemanden konzentrieren, weil die alle auf einen einschlagen wollen. Ja, sau cool, sau cool. So, das bringt aber auch gar nichts alles hier. Wo komme ich denn? Oh, hier hinten ist das nächste Lager. Gnihihihi. Folgen die mir noch? Oh, die folgen mir tatsächlich. Ist ja geil. Ja, hat's vollgebracht, würde ich sagen. Hat's vollgebracht. Und die Frames, die sind auch gerade wieder richtig toll dabei, mit dem Takt zu vermiesen hier. Schön. Haben wir das mal ausprobiert? Da wir aber nicht gestorben sind, würde ich sagen, lade ich jetzt auch nicht. Immerhin habe ich ja Erfahrung dafür bekommen. So, dann fressen wir hier mal ein bisschen. Da müsst ihr jetzt durch, Leute. So, wir können ja hier mit Eintopf uns ernähren. Da geht das alles relativ fix. So, haben wir das doch schon. Krieg ich dich doch noch? Kriegst du mich doch noch?
Ach, der hat sich jetzt gleich hier ans Feuer gesetzt. Das ist schlau. Jetzt kämpfst du nämlich alleine gegen mich, du Trollkopf. Und wie wir sehen, ist das jetzt nicht die beste Variante für ihn. Ach, hier sind gleich... Die ganzen Sklaven haben sich hier niedergelassen. Ist das nicht süß? Ach, sowas aber auch. Da können wir doch gleich mal ein bisschen morden hier. Denn wir sollen ja sowieso die Sklaven töten. Heißer Popeye, wunderbar. Übrigens kann ich mich nicht daran erinnern, dass man im Originalspiel die Sklaven töten sollte. Ich kann mich bloß daran erinnern, dass man entlaufene Sklaven nach Silden zurückbringen sollte. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie im Nachhinein mit einem Patch geändert hat oder so. Wenn ja, würde ich sagen, ist das sehr stark, denn mit dem Quest gab es immer große Probleme. Weil die Sklaven nicht so wollten, wie man selbst wollte. Und vor allen Dingen, weil man dann ja nochmal hätte den Sprecher ranholen müssen, um den Satz nochmal einzusprechen, da, dass die getötet werden sollen und dass das eine Warnung für die anderen Sklaven sein soll. Kann aber auch sein, dass das einfach ein anderes Quest ist und dass irgendein anderes Quest das ist, mit dem wir hier die Sklaven ranholen müssen. Stimmt, wir müssen ja auch Sklaven für Quadir holen. Das ist dann bestimmt das, wo wir hier mit den Sklaven durchrennen müssen. Dann ist das alles egal, was ich gerade erzählt habe. Gespeichert habe ich? Gut. Hallo! Genau. Komm schon. Komm her. Komm her. Komm, 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 komm. Komm, 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 mein Kleiner. Komm her. Komm her. Ich zeig dir, wo eine Hake hängt hier. Oder was eine Hake ist. Wie auch immer. Wo eine Hake hängt, genau. Oder Hammer hängt, meine ich eher. Komm schon. Übrigens bring ich dich um. Ey. Wollte ich nur so erwähnt haben. Stirb. Ach, jetzt kommt der Nächste. Das ist aber süß. Das ist doch schön, wenn die jetzt... Ja, ich bin noch da, Mensch. Das ist doch schön, wenn die jetzt alle so nach und nach angekleckert kommen. Da haben wir doch richtig, richtig realistische Chancen, hier zu gewinnen. Das ist jetzt natürlich weniger cool. Ja, das ist dann jetzt irgendwie... Ja, nee. Komm hier, weg und so. Hier auf einmal. Naja gut, wir haben vorher auch gegen viele gekämpft, ne? Also eventuell könnte das sogar klappen. Ich will jetzt aber nicht hier im Busch hängen. Das ist irgendwie uncool. Ja, bergauf ist sowieso geil. Komm, dann machen wir das mal. Ja, kein Problem. So, schön. Zeig mal den Kerl mal, wie das geht hier, was so ein echter Krieger ist. Verfluchte Rebellen-Weicheier. Kann man auch keinem anbieten hier, was die machen. Und ihr wollt den König verteidigen? Pah! Ihr seid nichts! Sag ich doch. Ach, die brauche ich ja jetzt gar nicht mehr töten. Stimmt, weil die gesehen haben, dass ich einen umgebracht habe. Brauche ich das nicht mal mehr machen, das ist doch schön. Das erleichtert mir die ganze Arbeit doch um einiges. So, damit haben wir nämlich die Gruppe hier oben auch schon mal ausgelöscht. Wo haben wir die denn jetzt alle? Hier liegt Knüppel rum, da muss auch irgendwo der zugehörige Rebellenbusch sein. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. So, geht's wieder, liebes Spiel? Geht's wieder? Ja, in der Tat. Ja, sehr schön. So, ist das denn hier unser Lager? Ich finde mich gerade nicht so richtig zurecht. Hier sieht ja alles gleich aus im Busch. Nee, ich glaube, das ist der andere, genau. Hier oben ist das Lager. Ja, genau. So, haben wir denn jetzt alle vernichtet? Eigentlich müsste ja noch... Ja, da steht noch einer. Denn wir haben ja auch noch keine Bestätigung für das Quest gekriegt, dass wir die Rebellen... Quatsch, die Rebellen, die Sklaven töten sollen. So. Mein Freund der Rebell. Wollen wir uns mal deiner annehmen? Nimm die Waffe. Ja, 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 ist gut. Hey, hör auf mich zu schlagen. Ach, das sind... Ja, stimmt, den gibt's ja auch noch. Den Freeman oder Freeman oder wie auch immer. Ja, komm. Ist doch nichts. So. Da jetzt noch den. Der dürfte relativ schnell gehen. Der hat ja eine dicke Rüstung an und damit fällt er nicht um. So, sehr schön. Stirb! Oh! Genau. Und jetzt noch den hier drüben und dann hat sich die Sache erledigt. Wen wir aber immer noch nicht gefunden haben, weil er eine feige Drecksau ist und sich dünn macht, ist Arnok. Ich habe keine Ahnung, wo der Kerl ist. So. Schön, wir sind so richtiger Massenmörder geworden hier.
So, und jetzt schlafen wir erstmal, würde ich sagen. Wobei, das hier hinten sammeln wir noch mit ein. Das könnte ein Ogerblatt sein oder sowas, hä? Ach nee, Harnischkraut, okay. So gut kenne ich mich dann mit der Flora der Gothic-Welt doch nicht aus. Gut, achso, wir können ja hier noch ein bisschen klauen, fällt mir gerade ein. Jetzt kann es ja niemanden mehr stören von denen hier. Her mit dem Kram. Immer schön, ein paar Tränke mehr einstecken zu haben. Ist ja zum Glück nicht wie bei den The Elder Scrolls Titeln, wo man dann irgendwann eine Obergrenze an Gewicht hat. Oder bei The Witcher oder bei, ich glaube, bei den ganzen das schwarze Auge Spielen ist es auch so. Also hier das schwarze Auge, Drakensang und Drakensang am Fluss der Zeit. Ich glaube, in denen ist es auch so, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Na egal, ist schon so ewig her, dass ich das gespielt habe. So, sammeln wir mal den Scheiß hier noch mit ein. Noch eine Truhe. So, und jetzt ist es ja hellerlichter Tag. Vielleicht finden wir da Anok auch. Jetzt sehen wir ja auch was. Wobei ich jetzt nicht sagen wollte, dass man vorher nichts gesehen hat. Halt. Das können wir noch mitnehmen. Wenn es hier so schon so vorm Schönen rumliegt. Gut, den haben wir schon. So, davon haben wir eine Hütte. Waren wir da denn schon? Nein, waren wir noch nicht. Ich speichere mal. Das habe ich schon lange nicht mehr getan. So. Wunderbar. Dann kann das fröhliche Gemetzel ja weitergehen. Hallo? Bonjour. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Natürlich. Ganz viele Rebellen, Rebell. Hier sind alle dick eingepackt, das heißt, hier finden wir Anok garantiert. Das wird garantiert der hier von sein. Tatsächlich. Bist du hier der Anführer? Anok. Ja, natürlich. Wonach sieht's denn sonst aus, Jungchen? Ja, ihr habt alle dasselbe an, du Trottel. Ihr habt eine Menge Krempel hier oben. Das ist alles Frachtgut der Orks aus Silden. Wir haben bisher jede Lieferung für Nordmar aufgehalten. Und so stapelt sich hier alles. Ich frage mich gerade, warum eine Lieferung von Myrtana nach Nordmar gehen muss. Denn eigentlich kommen die Orks ja aus den Nordlanden, die, wenn man so vom Namen ausgeht her, über Nordmar, also nördlich von Nordmar liegen müssten. Das, was bei uns in der Karte als grau dargestellt ist. Es heißt, zwischen Myrtana und den Nordlanden liegt Nordmar. Das heißt, die könnten direkt aus Nordmar, direkt aus den Nordlanden versorgt werden in Nordmar. Aber nein, man macht's ja kompliziert. Na egal. Schon mal darüber nachgedacht, Silden zu erobern? Nachgedacht? Wir haben schon oft die Vorposten der Orks angegriffen. Doch wir schaden den Orks mehr, wenn wir hier die Orks abfangen, die nach Silden wollen. Das ist super. Wie ist die Situation am Pass? Mir ist zu Ohren gekommen, dass wieder einige Orks versuchen, aus Nordmar nach Silden zu gelangen. Meine Späher haben eine Gruppe Orks oben am Pass gesichtet. Mir wäre wohler, wenn sie ihr Ziel nie erreichen. Bring die Lieferung der Orks aus Nordmar zum Rebellen. Ach nee, ach komm. Ist doch nicht dein Ernst. Der Kriegsherr Umbrak in Silden will deinen Tod. Ich weiß, das ist kein großes Geheimnis. Ich wundere mich nur, dass er noch niemanden geschickt hat, um mich zu töten. Da, da, da. Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, gucken wir erst nochmal fix hier. Große Waffen, schwere Armbrust, Meister mit der Armbrust, Schildparade. Immer wieder dasselbe. Und Schildparade können wir immer noch nicht lernen. Ich muss unbedingt mal was fürs Jagdgeschick tun. Aber es war jetzt so verlockend gewesen, einfach mal in die Lebenspunkte zu investieren. Ich glaube, es hat auch ganz Not getan. Ja gut, dann würde ich sagen, sammeln wir ja erst einmal fix Gemüse ein. Und dann kann es eigentlich losgehen. Das sind ja alles schön dick eingepackte, die müssten ja eigentlich einfacher zu bekämpfen gehen. Mein größtes Sorgenkind ist wirklich ehrlich gesagt der hier vorn, weil der mit einem Speer bewaffnet ist und, oder beziehungsweise mit einer Hellebarde, wie die es hier nennen. Eigentlich ist es die Glefe, wenn ich es mir so anschaue, glaube ich. Und weil der eine leichte Rüstung trägt und damit ständig umfallen wird. Aber wir werden sehen, denn genau das werde ich jetzt hier angehen.